Ha, hier sind wir. Oh, tja, Feuer ist aus. Ihr könnt sich jetzt nicht mehr reinreden. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Ist ja voll langweilig hier. Passiert ja gar nichts. Also ich finde es auch, also das von der Tragik. Fällt dir schon mal auf, dass das anders aussieht? Von der Tragik sieht es jetzt anders aus und die Tür ist wieder zugegangen. Und wir stehen plötzlich gar nicht mehr in der Eingangshalle. Und das ist auch ein bisschen neblig. Also irgendjemand hat hier eine Nebelmaschine angemacht. Das ist ja gar nicht so toll. Aber es regnet noch, das ist gut. Das heißt, wir sind ja immer noch in der gleichen Zeit und gleichen Ort. Weil es nirgendwo anders auf der Welt regnet. Wir sind in Britannien. Bei uns regnet es nie. In Deutschland. Da regnet es aber nicht. Ganz schlimm. Ich wollte das gerade lesen. Ey, ich meine. Wie man einfach nur so gucken Shocking! so. So ohne Reaktion, so voll gelangweilt, so dong. Bei dem Schrank mit den Flaschen. Hast du dich übel erschrocken und da jetzt. Du Nee, das war ein bisschen gezuckt. hast dich übel erschrocken. Hab Ich ich noch hab. nie gesehen, wie krass du dich erschrocken hast. Ja, ich werde mich auch ein paar Mal erschrecken, auch wenn ich das Spiel schon kenne, aber es ist halt einfach. Oh Gott. Manchmal zuckt man halt. Vor allem, ich meine, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, als ich das Spiel gespielt habe. Man vergisst dann Dinge. Es sieht Manchmal schon erschreckt wieder anders aus. man sich auch nur von der Musik. Es Ja. passiert so gar nichts und plötzlich kommt so ein lauter Ton und man ist so, ha, und dann ist einfach nichts. So, Ja. toll, danke. Danke für nichts. Doch, für den lauten Ton. Oh, ist das die Tochter? Oh. Das ist die Frau. Sarah Tommy beim Jumpscare. Ja, wirklich. Das Gesicht fast so perfekt, aber nur so. Was sollte das Zuf, jetzt? zuf. Ja, was sollte denn? Ja, ich weiß Going in circles. Steht going. Hinter dem war der Schrank. Obi. nicht. Entschuldigung. Nein, Schrank. Was? Ich hab die jetzt auch auf den Vertreter da. Ah, das ist doch kein Schrank, das ist eine Kommode. Du bist eine Kommode. Vielleicht. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Oh, ich liebe es, zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihre äußerst müden Nachbarn. Das ist eigentlich voll süß. Ja. Oh. Aus zu zügeln. Tobi, zügel dich mal. Ich wusste, dass es kommt. Ja, natürlich. Das Haus ist voll praktisch. Die haben einfach so Türen, die automatisch zugehen. Save the date. Off. Wünschen sich das Vergnügen, eure Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni, in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Der ist ja schick. Ich bin. Wenn du nervös wirst, bist du voll hibbelig und albern. Wie? Das ist es nicht. Verdammt, ich hab's so lange versucht. Ich war sicher, das ist es. Das ist ja so der Standardding, also von uns. Und uns? Eins, zwei. Drei. Ja, genau, das ist mein Passwort. Eins, zwei, drei. Easy. Wie bei Spider-Man. Dein Passwort ist Passwort? Ich komme hier nicht raus.
Ah, schon hier. 8 von 4. Dankeschön, Bilder. Gruselige Bilder. Ist die Maus immer bei dir da oben? Ja. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Alter, die Stimme Stimme. ist voll creepy. Junge. Guten Appetit, Drake. Was holds back? Ich kann nicht hier noch näher. Jo, bis gleich. Never forget. Da war doch gerade noch keine Tür. Und da ist ein Schaukelstuhl, das mag ich nicht. Ja, wir sind aber nicht bei. Wie heißt es nochmal? Layers of Fear. Nein. Ein kleines Mädchen. Was hatte. Ich will Warte. gerade die ganze Zeit Resident Evil sagen, aber das ist halt einfach nicht da. Ja, aber bei Resident Evil war so eine Szene auch. Blödes Spiel. Dieses blöde Spiel. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder, zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Also daraufhin kam dann wahrscheinlich der Zettel mit dem. Ich hab mich ferngehalten. Immer wenn ich irgendwas gucken will, ploppt es irgendwas vom Fußball auf. Das ist echt ein bisschen schwierig. Ich muss kurz hier aufstellen. Ja, ist in Ordnung. Ich mache hier Das einfach ist eine weiter. interessante Aufstellung. Ich wollte gucken, wie dieses Scheißspiel heißt. Dieses tolle, gar nicht gruselige Horrorspiel. Hui. Ich weiß noch, wie das Lied geht. Oh, so gruselig war's. Okay, eine Puppe. Resident Evil? Oh, es war tatsächlich doch Resident Evil 7. Ups. Okay. Ja, ich muss bei Resident Evil immer eher so an den Film denken. Ja. Ja, da war ja auch mal die Omi in ihrem Rollstuhl. Ja. Creepy Omi. Leck mich! Aber ja, die Puppe ist runtergefallen. Bin ich eine Puppe? Ja, verdammt, hat das Spiel rausgefunden. Gott. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal, als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Oh, das ist so süß. Ja. Oh. Knack, knack, knack. Ja, nun. Hallo, hallo, Na, hallo, hallo, hallo. hallo. Was haben wir denn da? Klatsch. Oh, Sherlock. Sehr schön. Staubmäuse. Selbst in meinen Lungen. War voll cool gemalt. Ah, Also naja. gruselig, aber. So dieses Rotkäppchen-Ding. Also, Yeah. ja.
Warum machst du das? Du bist so verklickt, so. Aha, dort. Mach mal wieder aus. Nein. Hi. Du bist mir schon länger aufgefallen. Man kann dich einfach nicht sehen. Schon länger hier. Aber der guckt dich so an, so. Really? Es klappt noch nicht. Schön. Mhm. Schön und so. Du bist so ein Sherlock. Einfach dieser Blick. Dankeschön. Oh. Schön. Falle ich jetzt nochmal? Nein. Ist ja langweilig. Ja, aber es ist keine Puppe mehr mit da, sondern das Bild. Ah, hey. Die Puppe ist jetzt da oben. Ja, die chillt jetzt da. Cool. Draw me like one of your French girls. cool. Na du, deine. Ich geh mal jetzt weiter. Das habe ich so nicht gebaut. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, ich chill mich hier ans Lagerfeuer, ans Kaminfeuer und spiele Domino. Domino Day. Na gut, dann gehe ich jetzt. Kennst du Domino Day? Ich vermisse das ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Ich finde das so geil. Ich finde, das sieht so mega aus irgendwie. Also. Also die Lichtbild. Vor allem bei dem sieht es halt richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus, ja. Bei dem ist es ein bisschen. Also Zweifel-Level. Cool. Ja, Junge. Pass auf. Paint Deep Lies. Ja, die rennen ja kein Domino Day. Das war so cool. Aber es war richtig schlimm, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, weil du denkst dir so. Entschuldigung. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ich weiß, das ist Mann, also Ehemann und Ehefrau, aber I'm not that round. Aber, oh, ja, genau. Das war konstante Anspannung, aber es war so cool, wenn es geklappt hat. Ja. Vor allem das letzte war so richtig cool, wo sie so eine Weltreise gemacht haben. Oh, das war so cool. Okay, alles so widerlich. Ich meine, das ist halt, es ist aber auch blöd, weil er hat halt so eine eklige Stimme. Weil wenn er das einfach nur normal sagen wird, dann ist es halt einfach so, okay, er liebt halt seine Frau und findet alles an ihr wunderschön. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, aber er sagt halt so eklig. So. Die creepy Lache danach. Oh. Ach. Das ist doch. Bist du bescheuert? Wurde wieder verrückt. Bist du bescheuert? Was ist mit dir? Bin ich so nervig, dass hier. Dass sie lieber ins Feuer rennen, als bei dir zu sein. Relatable. Also ich würde mich an meiner Stelle schon mir Gedanken machen. So. Hier ist meine Brille. Hm. Jetzt hört man auf. Wieso werden die eigentlich. Ha, hier sind wir. Oh, tja, Feuer ist aus. Ihr könnt jetzt nicht mehr reinrennen. Das sieht auch irgendwie cool aus. Ja, wie die da als Familie hängen. Also abgesehen davon. Das ist so eine ganze Familie, Vater, Mutter mit Kindern, die hängen. Und das sieht auch ganz cool aus. Schönes Bild, schönes Motiv auch. Ja, Motiv schön nicht so, aber ja, ja, tschüss. Tschüss, geh doch mal. Mit Leo und Vater da.
sind allein. Jetzt springt die so aus dem Schrank. Wir sind allein. Na toll, wir haben die Tür nicht mehr aufgeregt. Ja, also Familie. Das ist eine schöne Familien... Tradition. Tradition. Da ist noch ein Brief, ne? Ja. Das ist eine schöne Familienaktivität. Immer wieder am Wochenende. Schön. Hey, bezüglich deines letzten Briefes. Ich bin mir sicher, dass das nichts ist, worüber du dich so sehr sorgen müsstest. Frauen neigen dazu, seltsam zu werden, nachdem sie ein Baby bekommen haben. Hormonelles Ungleichgewicht und so. Als wir unser erstes bekamen, erinnere ich mich, hat Valerie den Blues richtig schlimm gehabt. Blues. Ich fragte, was sie zum Mittagessen haben wolle, und sie brach einfach in Tränen aus. Sei einfach für sie da und ich bin mir sicher, dass es gut werden wird. Jetzt aber, ich weiß, dass ich dir versprochen hatte, dich nicht zu hetzen und du sollst auf jeden Fall deine wohlverdiente Auszeit genießen. Aber nur, um es dich wissen zu lassen, ich bekomme Anrufe rauf und runter, Aufträge links und rechts. Du bist eine ganz heiße Nummer, mein Freund. Vermutlich sollten wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Aber natürlich geht die Familie vor. Dein Freund und Agent, Thomas Caldwell. Du bist eine ganz heiße Nummer. Heiß, heiß, heiß. Wen interessiert das? Oder habe ich auch lange nicht gesehen. Ja. Boah, ich richtig lange nicht gesehen. Ich bin dein liebender Ehemann, Ehegatte. Darling, bist du da? Nein. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Oopsie. Ja nun. Hier ist eine Ecke. Gut. Solange sie da drin weint, dann wissen wir, wo sie ist. Wie oft die dieses Bild haben. Ja, die haben alle Bilder so richtig oft. Auch eben das mit diesem komischen Babykopf, mit Bart und so. Das ist so oft einfach. Und ich hasse dieses Bild. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber weinende Frauen in den Spielen gehen immer... Ja, total ins Mark. Gehen immer. Gehen mir immer ins Mark. Entweder liest es oder nicht. Ja, ich hab's überhaupt gehen immer. Punkt. Ja, aber es ist auch echt immer, also es ist wie Schaufensterpuppen oder generell Puppen einfach, kleine Kinder. Diese. Vorsichtig! Oh Gott, Puppen in Spielen. Ja. Weißt du noch bei Thief 4? Mit den Scherben, da, ja. Wenn man da in Mora ist, in dieser Irrenanstalt, und dann auf die Bühne geht und da ist nur so eine Puppe und dann geht man da hin, guckt das an, dreht sich um und dann stehen da so 1000 Schaufensterpuppen einfach nur in deine Richtung. Es passiert ja überhaupt nichts, aber die stehen da einfach plötzlich und gucken dich an und du bist nur so... Ist geil, wie du nicht weißt, in welche Richtung du gerade guckst. Also so, wo passiert hier denn gerade was? Ja, weil hinten ist was runter. Vielleicht sollte ich da aufmachen. Ja, los. Da hat jemand Hunger. Essen! Sind wir, wenn das Essen noch nicht fertig ist. Aber! Was ist das Essen fertig? Ah, hier ist Knoblauch. Das heißt, wir sind geschützt vor... Vampiren. Das war sicher kein Vampir. Ich liebe, dass wir einfach plötzlich das Messer von dem kommt. Gut. Ja, wer soll jetzt die Sauerei hier aufräumen? Hast du Hunger? Ist ja voll praktisch, da muss man nicht einkaufen gehen. Zumindest nicht Knoblauch und oder Zwiebel und Äpfel. Kartoffeln.
Nein, jetzt ist das Bild leer. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Bist du geschnappt, lieber? Also ja, offensichtlich. Muss ich den weiterspielen? Kann ich jemand anders spielen? Was? Du brauchst eine Leinwand. Die Boltons könnten aushelfen. Aha! Das Blut. Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Relatable. Ja, nichts ist so schwer wie eine leere Leinwand. Ja. Ach cool. Wir haben ja sehr viel. Es ist ja auch was, das erste Kapitel. Ist das Herz in dieser Szene in die Hose gerutscht? Ja, ich kann auch C4 nicht weiterspielen, weil dann diese ganzen Gollums kommen. Ich kann das einfach nicht. Das ist so creepy. Gut. Dann kleben wir mal irgendwas drauf. Ein bisschen Kaminrot und. Sieht aus wie Flamingos. Und da oben. Ah. Ja, das hat er ja kopiert. Das ist das erste Kapitel geschafft. Das war das erste Kapitel? Ja, das kommt so stimmt. Ah. Achso, und hier hänge ich dann die ganzen Bilder auf, die ich finde, oder? Flammenmongos. Flammiongos, bitte. Fliegemongos. Flame-you. Flame-you? Congratulations, Toby. First chapter done. Und beim ersten Versuch. Five to go. Wir sind nicht gestorben. Du kannst gar nicht sterben. Was? Warum gebe ich mir dann so viel Mühe? Tust du? Tust du? Seriously? Formlose Träume. Los, weiter.